Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Jetzt ist dann gleich Halbzeit, das heißt, eine gute Viertelstunde können Sie sich wirklich ganz auf diesen Anlass konzentrieren, hoffentlich nachher auch, denn er verspricht, sehr spannend zu werden. Wir werden beginnen mit einem Kurzreferat von Jörg Grossen. Er ist nicht nur Präsident der Grünliberalen Partei und Nationalrat, er ist, ich sage es jetzt mal für heute, vor allem auch Mitgründer und Miteigentümer der Elektroplan Buchs und Grossen AG. Das heißt, er plant nachhaltige und wirtschaftliche Gebäudetechnik und Elektroinstallationen, Photovoltaik-Spezialist und auch in der Politik sehr stark diesem Thema gewidmet. Er wird uns ein 10-minütiges Input-Referat liefern und anschließend werden wir ein Panel haben. Die beiden noch dazustoßend werde ich nachher kurz vorstellen. Selbstverständlich sollen Sie auch Gelegenheit haben, sich selber einzubringen bzw. Fragen zu stellen. Wir haben Mikrofons im Saal. Also nach einer kurzen Diskussion unter uns würde ich dann das Podium öffnen. Und jetzt danke ich Jörg Grossen, dass er sich bereit erklärt, uns, falls überhaupt noch nötig, aber vor allem auch noch vertiefter in die Materie bzw. ins heutige Thema einzuführen. Bitte, Jörg. Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr außerordentlich, dass ich Ihnen ein paar Gedanken am Anfang zu diesem Panel mitgeben kann. Ich habe mich ein bisschen auf, ich habe einen großen Vortrag, den ich jeweils halte, ich habe mich auf die wichtigsten Punkte konzentriert. Ganz wichtig, wir gehen in der Schweiz in den nächsten Monaten und Jahren in eine große Wende hinein, was die Stromversorgung betrifft. Wir werden einen großen Zubau der Photovoltaik haben. Hier in Grün ist die Fläche, was der Ständerat in der letzten Session im Herbst beschlossen hat, wie der Zubau passieren soll. Er ist sogar noch ein bisschen steiler am Anfang und dann noch wird ein bisschen flacher, wenn man es genau nimmt. Aber das ist so der durchschnittliche Zubau, die grüne Fläche von Photovoltaik in der Schweiz. Und dann kommt die Elektromobilität, also der ganze Wandel auf der Straße wird ja hinweg vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor gehen. Das hat eigentlich die Branche mehr oder weniger entschieden. Die Schweiz wird einst dekarbonisiert im Verkehr unterwegs sein, aber sie kann gar nichts dafür. Weil das ist eigentlich etwas, was passiert in der Branche, in der Autobranche. Und das sind die blauen Säulen, ist der Verbrauch der Elektromobilität. Der ist im Moment noch verschwindend klein, 0,4% des schweizerischen Stromverbrauchs, oder? Aber der wird mal größer werden, etwa 20% des schweizerischen Stromverbrauchs sind die blauen Säulen. Und dann kommen noch die Wärmepumpen dazu, also wenn man auch die Heizungen dekarbonisiert, also weg vom Öl und Gas, dann wird man eben noch vielfach mit Wärmepumpen heizen und das ist dann die orange Säule. Da sieht man, dass der Photovoltaik-Zubau und der Zubau der anderen Technologien, Elektromobilität und Wärmepumpen, ist eine parallele Entwicklung. Das ist etwas sehr Wichtiges, wenn man in die Stromzukunft schaut. Wichtig ist deshalb auch, hier sehen Sie noch die Zahlen, oder? Wichtig ist deshalb auch, dass diese Gebäude, nämlich die Photovoltaikanlagen, die meisten werden Photovoltaik drauf haben und auch die Ladestationen im Keller haben, dass dieser Zubau parallel passiert und dass die Gebäude mit smarter Infrastruktur, Ladeinfrastruktur ausgestattet werden. Also sie werden die Tankstellen der Zukunft sein. Jetzt mache ich einen kurzen technischen Input. Oder? Sie sehen hier links die installierte Leistung aller Kraftwerke in der Schweiz. Das ist die Säule ganz links, sind etwa 20 Gigawatt installierte Leistung. Verbraucht hat die Schweiz noch nie mehr als 10 Gigawatt aufs Mal. Das ist eine Leistung. Wenn man aber jetzt diese großen Werte, die ich Ihnen gezeigt habe, bei der Photovoltaik nimmt, das sind die beiden gelben Säulen, oder? Die größte ist die installierte Leistung und die maximal realistisch bezogene oder gelieferte Leistung könnte etwa 40 Gigawatt sein, also viermal mehr, als man heute im Maximum verbraucht hat. Und das ist krass, wenn man das anschaut. Das reicht sogar an einem schönen Sommertag, an einem schönen Wintertag, Entschuldigung, um die ganze Leistung kurze Zeit, wahrscheinlich über den Mittag, zu liefern aus reiner Sonnenenergie, wenn man diese Leistungen installiert hat. Und dann kommt dazu, auf der anderen Seite haben wir rechts, das muss ich noch schnell sagen, die maximal zuschaltbare Einspeisung aus Elektroautos, wenn man die Speicher dieser Elektroautos eben auch nutzen würde, um Energie aus dem Auto ins Netz oder ins Gebäude zu bringen. Und
die zuschaltbare Last, wenn man alle Elektroautos mal am Netz hat und die möchten geladen werden, hat man eine Riesenlast von etwa 30 Gigawatt. Das heißt, wir müssen das Ganze viel besser dezentral harmonisieren in den Gebäuden, ideal steuern, sonst werden wir in ein Riesenproblem hineinsteuern und wir werden ganz viel Kupfer verbauen müssen, um das zu realisieren. Und wir müssen natürlich versuchen, möglichst viel Winterproduktion zu machen. Ich habe noch einen anderen Vergleich kurz gemacht. Es wird ja oft von den Pumpspeicherkraftwerken gesprochen. Die Pumpspeicherkraftwerke wurden vor vielen Jahren installiert, die wurden auch subventioniert, sie wurden vor allem im Moment auch mit den Netzkosten subventioniert. Und ich habe sie mal verglichen mit den Autos, wenn man alle Autos auf Elektro umstellt, also die Batterien, die man dann zur Verfügung hat. Da habe ich oben die installierte Leistung, 4 Gigawatt bei den Pumpspeichern und 30 Gigawatt bei den Batteriefahrzeugen. Und dann müssen Sie jetzt nicht alle Zahlen dort anschauen, aber was ich am Schluss sagen kann, wenn man diese Pumpspeicher immer laden und entladen würde, das ganze Jahr hindurch, dann würde man ein Volumen kriegen, wo man etwa 15 Terawattstunden aus diesen Pumpspeichern rausnehmen könnte. Man investiert aber auch ins Laden. Wenn man das bei den Autos macht, ist das ein Vielfaches mehr. Man hat dort etwa 147 Terawattstunden. Wenn wir alle 8 Stunden das Auto aufladen und wieder entladen würden, das machen wir natürlich nicht, aber es geht mir darum, zu zeigen, was für ein Volumen ins Netz kommt. Es sind etwa 10-mal ein größeres Jahresspeicherpotenzial aus den Autos als den Pumpspeichern. Und das Geniale ist, die Autospeicher, die werden dort sein, wo dieser Ausgleich auch passieren muss, nämlich an den Gebäuden. Die werden zu Hause und am Arbeitsplatz eingesteckt sein, kann man das optimal nutzen. Im Moment sind einige Gesetzesanpassungen im Gange, das ist wichtig. Es gibt diese sogenannten ZEFs, diese Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch, das ist die blaue Fläche dort, das sind Häuser, wo man den Solarstrom direkt in der Wohnung verbrauchen kann und ins Elektroauto auch einspeisen kann. Und er wird auch direkt abgerechnet so, ohne dass man Verteilnetzkosten bezahlen muss, das ist der Eigenverbrauch. Im Mantelast, der jetzt behandelt wird, dann im Nationalrat als nächstes, im Ständerat ist der behandelt, diese sogenannten Wirtwellen-ZEFs, dann kann man die Anschlussleitung so nutzen, dass man dem Nachbarn im Gebäudebestand den Strom eben auch liefern kann vom eigenen Dach. Also ich habe zu viel Strom, kann den nicht selber allen verbrauchen, dann kann ich den in meiner Nachbarschaft verkaufen, ohne dass ich Verteilnetzgebühren bezahlen muss. Das ist eine wichtige Neuerung, die in diesem Gesetz dann reinkommt. Und dann gibt es noch eine weitere Ausweitung, sind dann die lokalen Energiegemeinschaften, wo man dann im Ort, das sind dann auf der rechten Seite jetzt von Ihnen aus gesehen, im Ort den Strom eben auch zum Beispiel in der Postleitzahl oder irgendeiner geografischen Abgrenzung den Strom verkaufen kann. In meinem Ort kann ich dann meinen Strom mit meinem Überschuss mit einer reduzierten Verteilnetzgebühr verkaufen. Und das sind Anreize, um wirklich diese dezentrale Harmonisierung, ich habe es vorhin gezeigt, wir haben sehr viel Photovoltaik, sehr viel Elektromobilität, dass man das besser harmonisieren kann, ist so vorgesehen. Wir müssen allerdings noch einige Verbesserungen machen. Wir müssen zum Beispiel auch ein Recht auf Smart Meter reinbringen, dass die Leute, die solche Anlagen haben, eben auch die Daten vom Messstellenbetreiber kriegen und dann diesen optimalen Ausgleich machen können. Leute, die ihren Speicher gerne zur Verfügung stellen würden oder ihren Teil ihres Autospeichers zum Beispiel, um das Netz zu stabilisieren, sollten eben auch solche Mieter bekommen und dass sie ein Recht haben auf das und das möchten wir noch reinbringen. Und dann kommt auch rein, das ist ganz wichtig für die Elektromobilität, dass man eine Netzentgeltbefreiung macht für diese Batteriespeicher. Weil die Pumpspeicher sind auch befreit vom Netzentgelt, wenn die Batterien das auch haben, dann können sie echt am Markt dann einen Dienst machen. Also diese neuen Möglichkeiten sind vorgesehen und sollten im Gesetz ab 2024 oder 2025 möglich werden. Ich komme schon zum Fazit. So ein Kurzfazit. Wenn wir die Prioritäten für die Systemeffizienz richtig setzen, dann müssen wir beim Verbrauch ansetzen. Dort müssen wir schauen, dem Verbrauch, das ist ja das, was jetzt im Moment viel diskutiert wird, Energie- und Stromeffizienz verbessern, vor allem im Winter möglichst wenig verbrauchen, weil dann haben wir die knappste Energieversorgung. Dann müssen wir als zweite Priorität im Verbrauch, müssen wir die Energie dort produzieren, wo sie verbraucht wird. Dann kann man nämlich die Verluste reduzieren. Letztes Jahr hatten wir 8 Terawattstunden Verluste, etwa 14% der gesamten Produktion waren Leitungs- und Speicherverluste.
Also das ist enorm. Deshalb wichtig, dort produzieren, wo er verbraucht wird. Und dann habe ich vorhin gesagt, diese Produktion, den Verbrauch muss man dezentral harmonisieren, Netzbezugsspitzen reduzieren und möglichst viel so Demand-Side-Management machen. Das sind dann nachfrageorientierte Last-Ab- und Zuschaltungen und alles ein bisschen mit intelligenter Kommunikation. Dann B, Speicherung. Wir müssen die Überschüsse zuerst mal dezentral kurzzeitig speichern, also möglichst in den Autos oder in den Häusern, in den Batterien, in den Quartieren. Das ist das Erste, was man machen soll. Entweder in den Autos oder eben in den Second-Life-Batterien. Und dann muss man die Überschüsse kurzzeitig speichern in den Pumpspeicherwerken. Die gibt es ja, und das ist auch wichtig, die machen eine Kurzzeitspeicherung, nicht Saisonspeicherung. Also wir kriegen da nichts vom Sommer in den Winter. Das ist dann der Punkt 3. Da müssen wir die Überschüsse dezentral oder wahrscheinlich am Anfang zentral umwandeln in Saisonspeicher. Das ist der Wasserstoff, synthetische Gase oder synthetische Treibstoffe. Und so können wir sie, wie früher beim Einmachglas, die Konfitüre oder die Früchte oder was auch immer, oder die andere Gemüse oder was auch immer, vom Sommer in den Winter nehmen. Und dann C, bei der Produktion noch ganz kurz. Dort sollten wir uns die Prioritäten so setzen. Zuerst mal mehr erneuerbare Winterstromproduktion. Solar natürlich, möglichst auf Gebäuden und alpine Solar- und Infrastruktur. Dann mehr erneuerbare Winterstromproduktion aus Wind und Wasser, ist auch wichtig. Aus Biomasse gibt es auch ein Potenzial. Und natürlich X2Power, wenn man vorhin das ganze Gemüse ins Einmachglas gemacht hat, dann kann man es dann im Winter wieder zurückholen. Und zu guter Letzt, Speicherseen erhöhen ist wichtig, damit wir eben mehr Batteriespeicher haben, um die Winterversorgung gezielt und effizient zu machen. So, ich komme zum Schluss. Netto Null wird möglich sein in der Schweiz, bin ich fest überzeugt. Kommt der Komfort, der Lifestyle, die Sicherheit werden gewahrt oder sogar verbessert. Das ist möglich mit der Digitalisierung, wenn man das verbindet mit der Energieeffizienz, den Erneuerbaren und der Mobilität. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank, Jörg, für diese knappe, aber sehr prägnante Einführung. Das wird einiges zu diskutieren geben in dieser kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben. Ihr dürft euch stellen, wie ihr wollt. Kommt zu dir. Das ist sehr gut. Ich stelle noch kurz die beiden weiteren vor. Wir stehen sogar fast richtig. Der Gastgeber, würde ich jetzt mal sagen, Helmut Ruhl, er ist CEO der Amag Group und er ist mittlerweile auch der Energieexperte, nämlich spätestens seit die Amag Helion gekauft hat, diese Energiefirma. Und damit ist er jetzt auch zum Energieproduzenten, vielleicht weniger Händler geworden. Ich bin aber immer noch Autoexperte und ich habe gesehen, dass beim Jörg das falsche Bild im Vortrag war. Was habe ich falsch gemacht? Die falsche Automarke. Oh, tut mir leid. Helmut, bitte Entschuldigung. Wir werden es überleben. Und dann darf ich natürlich ganz herzlich begrüßen Christoph Brandt. Ich glaube, den CEO der AXPO muss ich nicht weiter vorstellen. Leider. Eben, das hat er mir, danke, dass du es selbst gesagt hast, aber heute sprechen wir nicht über die Milliarden Bundeshilfe. Wir reden vielleicht über andere... Die wir nicht bezogen haben. Vorübergehend. Die wir nicht bezogen haben. Okay, also wir können ja dann vielleicht bilateral oder nach dem Podium noch kurz darüber sprechen. Ja, ich möchte natürlich mit einer Aktualität beginnen, Christoph. Vorgestern, glaube ich, habt ihr angekündigt, dass ihr 11 Solaranlagen alpine bauen wollt. Und auf die Frage, warum nicht früher, hast du gesagt, es war nicht möglich. Mhm. Aber eine hattet ihr ja schon. Ja, ja, gut. Also die eine, die ging, weil das war eine an einer Staumauer, die war gesetzlich erlaubt. Aber die Freiflächenanlagen, die waren bis dato schlicht in der Schweiz nicht erlaubt. Punkt. Mit diesem Entscheid des Parlaments gibt es jetzt mindestens ein Zeitfenster bis 2025, in dem man solche Anlagen überhaupt bauen darf. Bauen dürfen ist das eine. Wenn ihr jetzt nicht noch Subventionen beziehen könntet dafür, würdet ihr sie trotzdem bauen? Ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich. Kostet viel. Ja gut, aber das Problem ist, jede Stromproduktion kostet viel. Und ich habe mit Jörg gerade heute Morgen noch ein Gespräch gehabt.
wenn man schaut, wie viel es kostet, eine Megawattstunde Strom zu produzieren, dann ist die, rein von den Kosten her, ist die Solaranlage auf dem Einfamilienhausdach viel teurer. Aber irgendwoher muss der Strom kommen und gratis entsteht er nicht von selbst, er wächst nicht auf den Bäumen. Also die Frage ist nur, welche sind die günstigsten Formen der Stromproduktion in der Schweiz? Und da sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind also vorne dabei. Ich habe gelesen, dass der Stromkonsument, die Konsumentin ziemlich auch büßen wird durch diese Investitionen, indem eine Belastung von 3 Milliarden auf uns zukommt. Wer übernimmt diese Kosten? Ja, aber das ist, ich finde das eine sehr lustige Diskussion. Das ist so, wenn man sagt, um Gottes Willen, wir alle, die Nahrungsmittel konsumieren und die essen, müssen dafür bezahlen. Das geht ja gar nicht. Verzeihung, Stromproduktion kostet etwas, ist ein Gut wie alle anderen auch und es kostet halt nun mal. Und wenn wir das selber produzieren wollen, den Strom, dann muss man Investitionen tätigen und irgendjemand muss die Investition bezahlen, letztendlich. Jürg, völlig einverstanden. Ja, grundsätzlich schon. Und ich möchte auch sagen, dass diese 3 Milliarden, die sind Teil dieser 2,3 Rappen, die wir heute als Abgabe auf jede Kilowattstunde Strom, die wir verbrauchen, bezahlen. Und damit werden eben genau solche Anlagen dann finanziert in Zukunft. Und heute natürlich auch schon auf den Dächern mit diesen Einmalvergütungen. In dem Sinne, es ist auch nicht vorgesehen im Moment im Parlament, diese Größenordnung zu erhöhen. Ich glaube zwar, dass es, wenn man all diese Albin-Anlagen machen will, dass es vielleicht dann mittelfristig mal eine Erhöhung braucht. Aber wir sind noch unsicher, weil im Moment entwickelt sich dieser Fonds sehr gut. Also diese Netzabgabe müsste dann für vieles jetzt nicht ausbezahlt werden, weil die Strompreise so hoch waren. Deshalb füllt sich diese Kasse im Moment gut. Und wie sie sich in Zukunft entwickelt, hängt stark von den Strompreisen ab. Deswegen wissen wir noch nicht, ob man dann irgendwie noch erhöhen muss. Aber vorläufig ist das nicht vorgesehen. Also es ist nicht so, dass das mehr kostet für die Leute. Okay. Und darf ich eine Ergänzung machen? Ja. Das Grundübel ist ja immer noch dasselbe. Die Realität ist, dass die fossilen Energien massiv subventioniert werden, weltweit. Man bezahlt die Umweltkosten nicht, die verursacht werden, und in vielen Ländern wird auch noch direkt subventioniert, Treibstoffe, was auch immer. Wenn wir mit dem aufhören, können wir alle Subventionen streichen, weil dann spielt der Markt und dann werden sich die günstigsten Technologien durchsetzen und das werden sicherlich die Erneuerbaren sein. Gut. Vielleicht noch ein Blick auf die Schweiz. Ich habe gelernt, dass die Energiekosten in der Schweiz 1% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. In vielen Ländern der Welt sind die Energiekosten im zweistelligen Bereich des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, dieses Land hier mit den Fähigkeiten der Wirtschaftskraft, mit den Universitäten und so weiter, mit den Unternehmen, mit dem wirtschaftsoffenen Geist ist absolut prädestiniert, um diesen Wandel organisiert zu kriegen, weil er auch natürlich teuer ist, aber relativ viel günstiger zum Wohlstand in dem Land. Und am Ende die Basis sein wird, dass in 50 oder 100 Jahren in der Schweiz die fünfte folgende Generation sagen wird, die haben damals ja wirklich was Schlaues gemacht. Besteht Einigkeit, wir belassen das für den Moment. Ich möchte bei dir bleiben, Helmut. Wir haben gestern oder vorgestern Herrn Parmelin gehört, der gesagt hat, also wenn es jetzt wirklich kritisch wird mit der Energie, dann wird auch eingeschränkt bei der Elektromobilität. Macht es überhaupt noch Sinn, wirklich sich ein E-Auto zu kaufen, nachdem man nicht nur für diesen Winter, sondern wie wir hören, auch für mehrere Jahre wirklich in Engpässe kommen? Also es macht absolut Sinn, sich ein Elektroauto zu kaufen. Ich habe mir mein nächstes schon wieder bestellt. Ich habe vor 2 Wochen auch die Studie von Swissgrid gelesen. Die haben viele Simulationen gemacht und im Basisszenario passiert überhaupt nichts mit der Strommangellage. Dann gibt es noch ein Risikoszenario. Und das Risikoszenario ist dann wirklich ein riesiges Risikoszenario, nämlich unter anderem in Frankreich laufen nur 1/3 der Atomkraftwerke, also 2/3 nicht. Dann gibt es noch 13% Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Das ist immer noch zu viel, aber am Ende des Tages ist es extrem unwahrscheinlich. Und jetzt ist die große Frage, wenn man elektrisch fahren möchte, kauft man sich jetzt einen Verbrenner, um ein unwahrscheinliches Ereignis zu vermeiden und sich dann jahrelang zu ärgern, dass man nicht das Produkt fährt, was man eigentlich haben wollte. Also von daher kann ich nur sagen, ich habe mein nächstes Elektroauto bestellt. Und wir haben als AMAG ein paar strategische Entscheidungen getroffen. Wir haben es beim Jürg im Vortrag gesehen.
Die Dinge sind relativ klar, Photovoltaik wird wachsen. Wir durften das Unternehmen Helon übernehmen und wir bauen halt jetzt Photovoltaik. Also ist nicht so kompliziert. Ja. Ich würde gerne noch etwas dazu sagen. Also erstens möchte ich sagen, mein neuestes Elektroauto oder unser neuestes in der Firma ist der ID3. Wurde gestern ausgeliefert und das ist das dritte von der Amag. Also es ist nicht so, dass ich nur die anderen jetzt habe. Jetzt hast du diesen Makel wieder gut gemacht. Ich habe diesen Makel wieder versucht gut zu machen, aber er ist auch ehrlich, es wurde gestern ausgeliefert und wir freuen uns natürlich sehr, auch mit diesem Fahrzeug unterwegs zu sein. Wir haben etwa 9 rein elektrische Fahrzeuge jetzt in unserem Betrieb und deswegen auch schon seit über 10 Jahren Erfahrung und wissen auch ein bisschen, was die Schwierigkeiten sind. Und was ich noch sagen wollte, ist zu Herrn Parmelin. Er hat ja jetzt gestern Abend, hat er ja noch bekannt gegeben, in welcher Reihenfolge in einem Notszenario dann die Prioritäten gesetzt würden. Und er hat also tatsächlich verlautbaren lassen, dass in Stufe 3 die Elektroautos dann nur noch die absolut notwendigen Fahrten machen dürfen, zum Arzt, Notfall, irgendwie Feuerwehr, keine Ahnung, einkaufen. So, und sonst darf man das nicht mehr. Aber gleichzeitig darf man noch in die Saunas in den Bergen und Skifahren. Also gut, aber die Tourismusbranche hatte schon immer die besten Lobbyisten. Natürlich, aber ich sage nur, also ich finde das noch spannend, dass man dort jetzt die Elektro- und der Benziner wird nicht eingeschränkt, oder? Also, und das finde ich schon noch bemerkenswert. Und wie erklärt ihr euch das, dass es ausgerechnet bei der E-Mobilität solche Einschränkungen gibt und beim Benziner nicht? Hat wahrscheinlich auch viel mit Psychologie zu tun. Ja, ja. Also ich fahre jetzt auch seit bald 10 Jahren nur noch elektrisch und ich finde, Helmut hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Man macht doch nicht einen strategischen Entscheid unter dem Eindruck einer temporär vorübergehenden und notabene lösbaren Engpasssituation. Weil das Rezept, um aus dieser ganzen unsäglichen Engpasssituation rauszukommen, ist sehr einfach. Es sind drei Wörter: bauen, bauen, bauen. Und dass man bauen kann, da hat es ja jetzt mal einen ersten Schritt gegeben vom Parlament. Finalement, darf ich sagen, nicht? Also, ich glaube, wir beide haben lange dafür gekämpft, nicht? Wird noch nicht reichen, aber immerhin. Technisch haben wir überhaupt kein Problem, die Stromversorgung in der Schweiz sicherzustellen. Es ist nur eine Frage des Willens. Ich nehme Bauen, Bauen, Bauen auf. Also wer dann am Ende in dem unwahrscheinlichen Szenario trotzdem noch Sorge hat, wir bauen schweizweit ein Schnellladenetz. Das heißt, bei uns hat es Strom, bei uns kann man dann laden. Also ist kein Problem. Aber Helmut, ich meine, du rühmst dich jetzt, und das sei das Beste, E-Mobilität und jedermann soll. Warum, um Himmels Willen, hat es so lange gedauert, bis die europäische Autoindustrie auf E-Mobil umgestellt hat? Dauert ja ewig. Japan nach Fukushima sofort. Europa. Also Japan hat nach Fukushima vieles gemacht, aber nicht unbedingt ehrlicherweise auf Elektromobilität umgestellt. Die haben schon immer kleine K-Cars. Doch, sie haben nur noch Elektrofahrzeuge mit diesen bidirektionalen Lademöglichkeiten zugelassen. Habe ich extra noch gelesen. Ja. Aber lassen wir das. Lassen wir das. Also, ich denke, die Autoindustrie, es ist ja immer eine Frage, wie weit ist die Technologie, wie weit sind die Kundinnen und Kunden. Und in dem Wandel, über den wir reden, ist es natürlich auch eine Regulierungsfrage. So, die Regulierungsfrage ist klar seit mindestens einem Jahrzehnt, nämlich Autos müssen CO2-ärmer werden in Schritten und die Welt hat sich vorgenommen, CO2-neutral zu werden. Das ist das Erste. Das zweite Faktum ist, wenn die Welt CO2-neutral werden will, dann müssen verschiedene Sektoren direkt elektrifiziert werden, auch die Mobilität. So, und jetzt ist die Frage, wie begibt man sich auf die längere Reise und nimmt die Kundinnen und Kunden mit. Und es gibt seit über einem Jahrzehnt Bemühungen in der Automobilindustrie, die einige, die dafür dann auch belohnt wurden, nämlich das Unternehmen, was es hier auch in den Vortrag aufs Bild geschafft hat, die massiv darauf gesetzt haben, dass die Welt, die individuelle Mobilität, das Auto von morgen digital sein wird, dass es CO2-neutral sein wird und dass es elektrisch sein wird. Und der amerikanische Wettbewerber hat dann Pionierfunktion übernommen, als Tesla 2014, 15 für ein Auto, was niemand gesehen hatte, 400.000 Vorbestellungen hatte, war allen in der Industrie klar, wenn man ein gutes Produkt macht, dann findet man auch Kundinnen und Kunden. Und jetzt bemühen sich alle sehr und ich freue mich, dass wir dann auch uns ordentlich bemüht haben, gute Elektroautos zu machen. Und jetzt geht es aus meiner Sicht dann auch relativ zügig. Es sind die besseren Autos aus Kundensicht
und sie ermöglichen etwas, nämlich dann nicht nur CO2-Neutralität, sondern auch Importunabhängigkeit, wenn man die Gelegenheit hat, daheim sein Haus noch mit Photovoltaik und so weiter auszustatten. Also es wird immer, immer mehr Gründe geben, elektrisch zu fahren, und deswegen setzen wir als AMAG auch voll auf die Strategie. Gut. Das tönt wunderbar. Jetzt haben wir ja gehört, also so die Elektroautoflotte, die kann mit ihren Akkus und diesen bidirektionalen Lademöglichkeiten tatsächlich ihren Teil zur Versorgungssicherheit beitragen. Aber du hast es erwähnt, was es alles dazu braucht. Ich meine, wenn ich sehe, nur schon in der Stadt Zürich, bis ich mal eine Lademöglichkeit finde. Zweitens, Einfamilienhäuser können das relativ schnell machen, die sind autonom. Mehrfamilienhäuser, weiß man auch, extrem schwierig. Hauseigentümer wehren sich dagegen, ist kostenintensiv. Wie schnell geht die Umstellung? Zu langsam. Es ist nicht so, wie jetzt Helmut richtig gesagt hat, es braucht immer Frontrunner irgendwo, die zeigen, es geht eben doch, oder? Und ich glaube, bei der Ladeinfrastruktur ist es mittlerweile auch so, dass es viele gute Beispiele gibt, eben auch im Mehrfamilienhaus, im städtischen Umfeld auch, wo man sieht, doch, man kann das organisieren, es funktioniert. Vielleicht braucht es dann auch wirklich in solchen Bereichen, in den Städten, auch Schnellladeinfrastruktur. Aber die Langsamladeinfrastruktur, die wird das meiste sein, es wird in den Gebäuden sein, wo die Leute wohnen direkt, also wenn man eine Einstellhalle hat und so weiter. Und Herr Barmelin hat eben schon noch wenig Verständnis für die Elektromobilität. Er hat nicht nur das gestern so geschrieben, sondern er hat auch einen Vorstoß von mir abgelehnt, der ein Recht auf Laden verlangt, dass Mieterinnen und Mieter oder auch Stockwerkeigentümerinnen und Eigentümer ein Recht haben, in ihrem Haus, was sie mitbesitzen oder was sie zur Miete sind, ihr Auto in der Einstellhalle auch entsprechend aufladen zu können. Natürlich müssen sie auch mitinvestieren, aber nicht einmal das Recht wollte der Bundesrat bei diesem Vorstoß denn zuschreiben. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Er hat dort wirklich noch kein Gespür, was wir da brauchen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir den Bundesrat einladen, mal elektrisch herumzufahren. Dass er das, ich muss zuhanden von Jürgen etwas sagen. Die Schweiz führt 1-0. Sehr gut. Ich habe ihm versprochen, ich würde ihm das sagen. Jetzt, sehr gut, jetzt, das ist sehr jetzt läuft er erst recht zur Hochform auf. Bravo, ja. Christoph, wir haben jetzt etwas Barmelin-Schelte gehört. Man könnte ja vielleicht auch mal Parlamentsschelte machen, aber was ist deine Erfahrung mit der Politik? Also tauschst du dann gerne Parlamentsschelte, nehme ich auch entgegen. Ja. Also leg mal los. Nein, jetzt im Ernst. Was ist politisch zu langsam? Was geht, warum nicht vorwärts, auch wenn du jetzt an deine Firma denkst? Schwieriges Thema, Parlamentsschelte. Ja. Nein, aber ich glaube, am Ende des Tages, es ist eigentlich nicht so sehr ein Parlamentsthema, es ist ein Gesellschaftsthema. Und man kann es mit zwei Wörtern auf den Punkt bringen. NIMBY und Banana. Die NIMBYs, das heißt Not in my backyard, das sind all die Leute, die sagen, also ich finde das ja schon gut, wenn man Windenergie hat, aber also auf meinem Hügel will ich kein Windrad haben. Und dann gibt es die Bananas, einen Ausdruck, den habe ich erst jüngst gelernt im Economist. Das sind diejenigen, die sagen, build absolutely nothing, absolutely nowhere. Das ist die Steigerungsform, nicht? Und das Problem ist, dass wir in der Schweiz, wir alle sind ein bisschen NIMBY und ein bisschen Banana in unterschiedlichem Ausmaß. Und da ist eigentlich der Kern des Problems. Der Strom kommt ja aus der Steckdose. Ich muss meinen Beitrag auch nicht leisten, und wenn mein Beitrag nur darin besteht, nicht eine Einsprache gegen ein Projekt zu machen. Wir haben ein Wasserstoffproduktionsprojekt beerdigen müssen jetzt gerade in Eglisau. Drei Privatpersonen haben sich an der Tatsache gestört, dass einmal pro Tag ein wasserstoffbetriebener Lastwagen den dort produzierten Wasserstoff halt abholen muss. War schon zu viel. Das ist eigentlich der Kern des Problems. Helmut? Ich finde das einen guten Punkt, weil in der Herbstsession hat das Parlament ja Wegweisendes beschlossen, wenn wir über Energiepolitik reden. Nämlich die Ausbaupläne bis 2035 zu verdoppeln auf 35 Terawattstunden, also ungefähr oder mehr als die Hälfte der heutigen Stromproduktion zuzubauen. Also dieses Mal, ab jetzt, kann man nicht auf Bern schimpfen. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen und an uns selbst, die Ziele, die formuliert wurden, dann auch umzusetzen. Jetzt muss ich eine kleine Schelte aber machen. Und die kleine Danke, ich weiß, was kommt. Ja. Die kleine Schelte ist,
am Grundproblem, dass wir Bewilligungsverfahren haben. Wir kämpfen seit 14 Jahren für einen Windpark auf einem Hügel, den ich von mir aus zu Hause sehe, wenn das Wetter schön ist. 14 Jahre. Das letzte Wasserkraftwerk hat 17 Jahre gebraucht vom Entscheid, wir wollen es bauen, bis zum Spatenstich. Und an dem Grundübel hat das Parlament nur in Bezug auf diesen Fast-Track für diese paar alpinen Anlagen jetzt was geändert. Und auch das ist begrenzt auf 2 Terawattstündchen und auf bis 2025. Also das Grundproblem wurde noch nicht gelöst. Ich möchte gerne etwas dazu sagen. Also leider, Helmut, ist es so, dass das nur der Ständerat beschlossen hat. Das ist im sogenannten Mantelastungsgesetz, das ich vorhin gesagt habe. Und das ist noch nicht durch das ganze Parlament und es hat noch keine Volksabstimmung bestanden. Sprich, es ist noch nicht beschlossen. Aber es ist ein guter Steilpass, oder? Den haben wir. Aber warum gibt es eine Volksabstimmung? Ist das, wenn es ein Referendum gibt. Eben, aber wer sollte das Referendum ergreifen? Das wissen wir noch nicht. Die eben sagen, schön und recht, aber bitte nicht bei mir. Also ich kann einfach sagen, in der Nationalratskommission sind wir einstimmig eingetreten. Also ist sogar die SVP, hat zwar sehr viel Kritik geübt, aber sie sind dann auch eingetreten. Ob sie dann am Schluss bei der Schlussabstimmung noch mithelfen, werden wir noch sehen. Aber ich hoffe es. Das wäre natürlich super, wenn wir das hinkriegen würden, dass es ohne Referendum geht, ein einvernehmlicher Parlamentsbeschluss noch zum Ende dieser Legislatur, dann hätten wir wirklich etwas ins Ziel gebracht. Das muss ich sagen, das wäre wirklich toll. Aber es ist ein Ziel, das wir da eingeschrieben haben. Da hat Christoph wiederum recht. Ein Ziel kann man noch schnell mal schreiben, aber das braucht auch Maßnahmen dazu. Und das ist das Erste, sind die Investitionsrahmenbedingungen in der Schweiz. Wieso hat AXPO vor allem im Ausland investiert? Stimmt nicht, 70% der Investitionen Entschuldigung, in der Schweiz. Aber in den letzten Jahren sehr viel im Ausland. Nein, in den letzten 70 Jahren 70% in der Schweiz. 70 Jahre, aber in den letzten 10 Jahren in war es. In den letzten 7 Jahren 70% gut, in der Schweiz. Okay. Gut. Sorry, ich muss das sagen, weil wir werden einfach immer gebasht. Ja, aber die Rahmenbedingungen, du hast das selber gesagt, sind zu wenig gut das hier stimmt. in der Schweiz. Also deswegen hat es sich gelohnt, in viele ausländische Projekte zu investieren. Die auch helfen, notabene. Natürlich, aber wir müssen ja die Rahmenbedingungen der Schweiz wieder verbessern. Da gehört dazu einerseits, dass man auch Geld verdienen kann mit Produktion, das ist klar. Das Zweite ist die Bewilligungsthematik. Aber die kann man nicht nur den Umweltverbänden zuschieben. Nein. Da gibt es auch ganz viele Bürgerliche und Leute aus dem Volk, die Einzelpersonen solche Projekte verhindern können. Im lokalen Widerstand lösen sich alle Parteigrenzen auf. Ja, genau. Das ist unsere Erfahrung. Helmut, noch ein Wort und nachher möchte ich wirklich nochmals auf die Elektromobilität, auf die Autos gehen. Ja, gerne. Also ich finde die Diskussion inspirierend. Wir haben heute ja auch gehört, wir sollten nicht nur erzählen, sondern zuhören und machen. Und wir sind jetzt, denke ich, alle hinreichend informiert über das, was zu tun ist. Also liegt es an uns, an der Politik, an den Unternehmen, an den Bürgern zu handeln. Wir haben für uns als Unternehmen erfreulicherweise eben ein anderes Unternehmen übernehmen dürfen, Helion. Und wir werden den Strom, den unsere Autos benötigen, mit Helion und weiteren Partnern zubauen. Wir werden bis 2030 mindestens 2% der heutigen Stromproduktion in der Schweiz über Photovoltaik mit Helion zubauen. So, und jetzt brauche ich einfach nur noch Unternehmen, die ihr Dach zur Verfügung stellen und Privatpersonen, die ihr Dach zur Verfügung stellen. Wir finanzieren auch einen Teil davon und ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Strom für unsere Autos bauen werden. Gut, ich habe gesagt, ich möchte noch bei den Autos bleiben. Ist denn die E-Mobilität wirklich das Gelbe vom Ei? Man könnte auch sagen, Wasserstoff, synthetische Fuels oder anders gefragt, warum investiert man Milliarden für die Elektroinfrastruktur, anstatt dass man einfach die heutigen Diesel- und Benzintankstellen umbaut? Also ich muss klar sagen, das ist eine physikalische Frage, oder? Also es ist einfach mit Abstand die effizienteste Form, batterieelektrisch unterwegs zu sein. Man muss nicht noch Strom umwandeln in Wasserstoff oder in synthetische Treibstoffe. Und das sind natürlich Riesenverluste, die man hat bei diesen Umwandlungsprozessen. Und deswegen ist es halt viel effizienter, mit batterieelektrisch unterwegs zu sein. Und es hat sich jetzt über die Skaleneffekte natürlich auch so entwickelt, dass man es eben auch bezahlen kann und dass sich auch lohnt, den Speicher, die Batterie überleben sogar die Fahrzeuge massiv in Zukunft. Da kann man diesen Speicher auch noch zur Verfügung stellen, um eben netzdienliche Dinge zu machen, um zu helfen, unser Netz zu stabilisieren. Also ich finde, diese Sache ist eigentlich rein physikalisch begründet und dann schlussendlich auch wirtschaftlich, weil es natürlich mit mehr Umwegen über Wasserstoff und synthetische Treibstoff auch viel teurer wird.
Also es ist eine technische und eine wirtschaftliche Effizienzfrage. Wirtschaftlich sind Elektroautos heute schon effizienter als die im Kern nicht vorhandenen Wasserstofffahrzeuge. Im Vergleich zu synthetischen Benzin ist die Effizienz, der Wirkungsgrad von einem direkt elektrifizierten Elektroauto 6-mal höher. Das heißt, wir haben vorhin die Zubaupläne für die Schweiz gesehen an Photovoltaik. Man müsste 6-mal so viel zubauen, wenn man in der Schweiz synthetisches Benzin erzeugen möchte. So, also deswegen setzen wir bei Neuwagen zu 100% auf Elektromobilität. Effizienter, günstiger. Wir investieren aber auch in synthetisches Benzin bzw. in Unternehmen, die versuchen, synthetisches Benzin herzustellen. Schweizer Spin-off der ETH, Synhelion heißen die. Die entwickeln gerade am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln ein Verfahren, um das zu realisieren. Also sie entwickeln es nicht, sondern sie versuchen, die Technologie herzustellen, um es zu skalieren. Und das Ziel ist, in 10 Jahren wettbewerbsfähige Kosten zu erdölbasierten Benzin zu haben. So, und die Anwendung ist dann in der Luftfahrt beispielsweise. Und sie ist auch bei den Verbrennern, die heute schon vorhanden sind und immer noch lange vorhanden sein werden. Es gibt 1,3 Milliarden Pkw auf dieser Welt. In der Schweiz wird es 2040 noch 2 Millionen Verbrenner geben und die werden 2040 für 10% der CO2-Emissionen verantwortlich sein. Also wenn es uns gelingt, diese Flotte, die existiert, zu dekarbonisieren, dann haben wir was bewirkt. Und deswegen bin ich und wir absolut für Technologieoffenheit. Vielleicht gelingt es, aber klar ist, für neue Wagen, Autos, ist Elektromobilität für die weit vorhersehbare Zukunft der richtige Weg. Ein letztes Wort, bevor ich ins Publikum gehe. Christoph? Ja, also ich meine, wir investieren selbst auch in große Projekte, die genau diese Themen verfolgen. Also aus Strom, aus Erneuerbaren Wasserstoff machen, aus Wasserstoff dann synthetische, beispielsweise synthetische Methan machen und. Also die sogenannte Roundtrip-Efficiency, also wie viel Energie man verliert, indem man eben zuerst aus Strom Wasserstoff, aus Wasserstoff dann wieder Strom macht, das ist ein Problem und da kann ich mich voll anschließen. Ich habe mehr ein grundsätzliches Thema. Die ganze Debatte über die Technologie ist gut und die ist schlecht, die ist völlig unsinnig. Also du würdest auch Atomenergie... Nein, ich sage einfach, das Mantra müsste eigentlich sein, Technologieneutralität wahren. Dann gibt es eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die einfach gesetzt werden, wie zum Beispiel in der Schweiz, klare Entscheidung, es werden keine neuen Kernkraftwerke gebaut, voilà, hat man es. Aber dann lasst den Markt entscheiden, weil es wird Anwendungsfälle geben, wo eben synthetische Treibstoffe tatsächlich einer Batterielösung überlegen sind. Und bitte nicht versuchen, dass die Politik oder der Staat sagt, das ist das Richtige, das ist das Falsche. Das kommt nicht gut. Aber sind wir gut unterwegs? Es gibt nirgends diese Technologie bevorzugung politisch. Bitte, jetzt hatten Sie noch Gelegenheit, wir haben noch ein paar Minuten, also warten Sie nicht zu lange. Die Eisbrecherfrage ist immer etwas unangenehm, aber ich bin überzeugt, es bestehen Fragen. Ja bitte, gleich hier in der dritten Reihe und dann Hans Hess. Ja, vielen Dank. Ganz kurz, ich arbeite bei Expedition Zukunft und wir haben zum Thema klimaneutraler Verkehr in der Schweiz Veranstaltungen organisiert, zusammen mit Parlamentarier und Verantwortlichen aus dem ganzen Mobilitätsbereich und NGO und Verbände etc. Und ein Thema war eben diese Beschleunigung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern, weil dort die Anreize für die Vermieter nicht immer da sind und da bestehen. Und das Erkenntnis war, das war noch im März, wir warten, weil im Parlament ist jetzt im Zuge der Revision des CO2-Gesetzes dieses Förderprogramm, der in Frage kommt. Aber der Tenor war auch schon, das ist ein Rohkrepier, das wird niemals langen. Wo steht man da? Hat sich irgendetwas bewegt? Oder braucht es noch mehr in diesem Bereich? Danke. Wer will antworten, Jürg? Ja, also es ist so, dass im CO2-Gesetz eine Möglichkeit geschaffen, das war schon im alten so, im neuen ist das auch wieder vorgesehen, dass man eine Möglichkeit schafft, dass man Ladeinfrastruktur mitfinanzieren kann aus Bundesgeldern.
Ich muss aber sagen, das ist ein Track, den ich hoffe, dass es so durchkommt, aber es ist nicht das Match Entscheidende. Ich glaube, das Match Entscheidende ist, dass man es darf in einem Mehrparteienhaus, dass es bewilligt wird in dem Sinne in der Stockwerkeigentümerschaft und dass der Investor des Hauses oder der Besitzer des Hauses eben zustimmt und das auch macht. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Das andere ist ein Anreiz, oder? Und wir haben jetzt, weil meine Motion eben abgelehnt wurde vom Bundesrat, sie wird dann aber ins Parlament noch kommen, das Recht auf Laden, also es ist noch nicht gegessen. Leider geht das immer fast 2 Jahre, bis sie dann behandelt wird. Und ich glaube, hoffe, es wird nächsten Frühling soweit sein. Haben wir gesagt, wir machen mit zusammen mit dem Hauseigentümerverband, der kritisch war, zusammen mit dem Mieterverband, zusammen mit den Energieversorgern, also mit dem VSE zum Beispiel, also der Verband Schweizerische Elektrizitätswerke, haben wir gemeinsam einen Leitfaden entwickelt, der sollte auch nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr publiziert werden, um eben den Stakeholdern, den Hausbesitzern, den Mietenden, den Autobesitzern einen Leitfaden zu geben, wie müssen sie mit diesem Thema umgehen, wie können die Kosten umgelagert werden und. All diese Best Practices wollen wir rausbringen. Das ist, haben wir genutzt, diese Zeit, halt, bis das Recht auf Laden besprochen wird im Parlament. Aber ich glaube, schneller ist sowieso, wenn wir mit solchen Leitfäden in einem konsensualen Verfahren vorwärts kommen. Danke. Hans Hess, bitte. Darf ich schnell das zweite nehmen? Das geht. Danke sehr. Vielen Dank für die interessanten Beiträge. Und ich denke, die Stoßrichtung ist da die richtige und wir sind auch immer schneller unterwegs. Ich höre zu Freude, dass wir jetzt so weit sind, dass wir bauen, bauen, bauen wollen. Aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass dann beim Bauen offensichtlich auch noch Bewilligungsverfahren sind und das Ganze nicht da gelöst wird. Woher kommt euer Vertrauen, dass wir als Schweizer Bevölkerung dann das Bauen, Bauen, Bauen wirklich zugelassen werden? Naiver Optimismus. Nein, im Ernst. Ich glaube, dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt. Erstens. Und zweitens, dass es ungut ist, sich in Abhängigkeit zu begeben von Autokratien und schwierigen, also Ländern mit schwierigen Regierungen, wurde uns ja jetzt sehr deutlich vor Augen geführt. Wenn das als Wake-up-Call noch nicht reicht, dann frage ich mich, was es noch braucht dazu. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir mal ein paar große, schöne Anlagen realisiert haben in der Schweiz, Windanlagen braucht es auch, ebenso wie Photovoltaikanlagen, irgendeinmal werden die Leute sagen, gehört dazu. Heute regen sich ganz wenige Leute auf über die Staudämme, die in den Alpen stehen. Und dasselbe wird passieren bei den Photovoltaikanlagen. Und wenn dann auch die Kühe unten durch und so, dann kommt das gut. Ich möchte noch kurz etwas sagen. Also, es ist auch Realismus, weil jetzt aktuell in diesem Jahr werden wir Photovoltaik rund 1 Terawattstunde zubauen insgesamt. Und das ist so viel, wie Axpo bis 2030 jetzt prognostiziert hat, dass sie dann zubauen. Jedes Jahr machen wir das in der Photovoltaikbranche. Also die Leute wollen. Wir können uns kaum retten vor Aufträgen. Jetzt spreche ich als Präsident von Swiss Solar. Oder? Also dort gibt es wirklich einen Riesenboom, auch bei der Elektromobilität. Aber das kannst du sagen. Die Zahlen sind ja wirklich sehr erfreulich, wie sich die entwickeln. Das ist explosiv, oder? Also ich glaube, man darf auch mal wirklich optimistisch sein. Die Dinge sind relativ klar. Christoph hat es gesagt. Also wer nicht verstanden hat, was wir machen müssen, der wird es nächstes Jahr auch nicht verstehen. Das heißt, und deswegen glaube ich, dass die Bereitschaft da ist. Und wir reden, und der Punkt, das Entscheidende ist ja, wir reden ja nicht über Wolkenkuckucksheim-Technologien. Wir reden über Technologien wie Photovoltaik, die erstens da ist und die zweitens super günstig ist. Wir reden bei Elektromobilität über eine Technologie, die heute in den Unterhaltskosten zum Teil günstiger ist, die ab Mitte des Jahrzehnts in den Anschaffungskosten günstiger sein wird, auf Augenhöhe auf alle Fälle mit den Verbrennern. Das heißt, man kann das Richtige tun und man spart sogar noch was dabei. Und dann gibt es jetzt ehrlicherweise nicht mehr so viele Argumente, es nicht zu tun. Danke, ja, und danke, der letzte danke. Satz. Wir haben noch eine Frage, wir sind schon über der Zeit. Ja. Helmut? Nein, okay. Vielen Dank. Ich darf am nächsten Freitag ein Referat halten bei einer Händlertagung bei einem Konkurrenten von Ihnen, Herr Ruhl. Und deshalb hätte ich gerne eine möglichst knackige Aussage. Dieser Workshop ist überschrieben mit dem Titel »Kann die E-Mobilität zur Stromversorgung beitragen?« Da hätte ich noch gerne eine knackige Aussage. Wo liegt genau der Beitrag der E-Mobilität zur Stromversorgung?
Also in der einen Dimension, wir verkaufen Elektroautos und neuerdings auch Photovoltaik. Und das werden andere auch tun können. Das heißt, Leute beschäftigen sich mit Energieproduktion, die sich heute noch überhaupt nicht damit beschäftigt haben. Und das Zweite ist natürlich, wir haben riesige Batterien, wir haben es vorhin gehört. Allein die Batterien der Amag werden in 8 Jahren 5-mal die Leistung von Lindt-Limmat, dem größten Pumpspeicherwerk der Schweiz, haben. So, und jetzt können Sie daheim den Strom produzieren, Sie können ihn speichern, ihn nutzen und bei Bedarf auch das Netz stabilisieren und damit einen relevanten Beitrag für die Energieversorgung der Zukunft leisten und mehr bauen, ja, weil sich viele dann eben jetzt für Energieerzeugung lokal auf dem Dach interessieren, weil sie eben daheim elektrische Verbraucher haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind fast punktgenau gelandet. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jürg natürlich auch für die Grundlage der Diskussion, bei Christoph Brandt und bei Helmut Ruhl für die wichtigen Ergänzungen. Und jetzt, wenn ihr noch kein Elektroauto habt, man kann es bestellen, natürlich in erster Linie bei Amag. Und noch einen guten weiteren Verlauf des heutigen Forums. Dankeschön. Okay. Danke.